So, hallo. 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 Jetzt sind wir wieder einmal bei der nächsten TS angelangt, nach einem bisschen Leveln. Ja, weil ein gewisser Herr Florian so klug war und ein großes Küken angegriffen hat, Sind ja, wir schon mussten mal wir in die direkt in TS die TS reingegangen? rein. Hey, das war reine Vorsicht. Ja, eben. Vor Okay, dem los dicken geht's. Küken. Ey, ist da schon einer rein? Ja, ich. Ey, Ich hab's ja auch warte. gut. Oh, TS ist Ich lustig. habe mich Ja. jetzt dafür entschieden, im Fenstermodus zu drehen momentan, weil manchmal ja hier drüben meine Aufnahme so ein bisschen den Ton runterregelt von alleine. Und damit ich das überprüfen kann, wo der Ton ist und so, habe ich mich dafür Alter, entschieden, dieses Aura. Fenster nebendran offen zu lassen. Danke. Florian, würdest mir sehr helfen, wenn du mir Dauer-Aura gibst. Die TS ist eigentlich ganz einfach. Alle 30 Sekunden kommen neue Monster, wie man hier sieht, von den Bergmännern. Und es kommt immer vier glückliche Bergmänner oder fünf, weiß nicht genau, und drei schwache Exit-Bergmänner. Und ein starker normaler Bergmann, der ist Level Dann Lukas, dann 22. bleib doch mal die ganze Zeit in meiner Reichweite, wenn ich dir Dauer-Aura geben soll. Warum sind wir eigentlich so bescheuert und kämpfen die ganze Zeit, ey? Im Ernst jetzt? Warum stellen wir uns nicht Weil einfach wir irgendwo Stinkgift nebendran fahren. und bleiben hocken? Weil wir Prozente kriegen. Ja, Ja, okay, die das TS gibt ist. übelst viele. Da hast du recht. Scheiß Blackout! Scheiß, ich kann kein Aura mehr geben, ich hab nicht mehr genug Mana. Ja. Benutzen Keine Mana-Pot. Mana-Tränke? Ja. Das gibt's nicht. Hast du gekriegt, Lukas? Ja, danke. Ich schmeiß dir ein paar Mana-Pots raus, ne? Ich brauche keine. Okay. Da Groß hast du oder sie. klein? Kleine sind das jetzt. Wie viele? 7. Oh, okay. Das reicht fürs Erste, oder? Ja, ich hatte selbst auch noch 14, also. Ja. Das hier ist übrigens einer der beiden neuen Skills hier. Der heißt, Moment, intensiver Schuss. Sieht so aus. Da machst du halt so, da macht man so ein Dingens da um sich rum, so ein Boah. Bäh, so ein grünes Bäh. Und dann schießt man Wir so sind Dinger hier durch. total drin und du hockst da außen. Ah ja, warum macht ihr es euch nicht auch so einfach? Ich hoffe, Weil jetzt ich hat eben nachher nicht schon wieder für die das großen Audio Boss versagt, sein. weil das sah eben so ein bisschen so aus. Weil wir nicht solche Memmen sind wie du, Nikolas. Gib mal bitte wieder Aura. Danke. Oh super, jetzt greifen mich hier direkt mal so zwei XP-Bergmänner an. Ja, die kannst du dich jetzt mal alleine kümmern. Ja, mach ich gerade. Ah, jetzt greifen sie mein Volley an, oh mein Gott. Das dürfen sie nicht. Ich habe das Gefühl, dass diese TS hier einen ganzen Part beanspruchen wird. Sind ja nur noch 2 Minuten. Ja, 5 Minuten, nein, die dauert nur 5 Minuten, dauert das. Ja, stimmt, danach ist ja nichts mehr. Nach diesem Raum eigentlich. Doch, da musst du noch ganz kurz killen, aber nicht mehr so viel. Ja, 3, aber das geht ganz schnell. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir diese TS früher immer gemacht haben, um. Was wollten wir eigentlich immer? Um SPs zu leveln, ist die praktisch. Weil die ist ziemlich einfach mit einer SP. So. Es kommt immer ein Bergmann, Mann, tötet den Bergmann. Den Oberbergmann oder was? Da kommt nur ein Bergmann. Oh, mein Mann ist der. Ich hab da so wenig Mana, ey. Du brauchst ja auch eigentlich keine, mal ganz im Ernst. Nicht Also, viel. ich verbrauche mit meinem Schwert hier eigentlich fast nie Mana-Pots. Ich habe so gut wie immer mindestens 99er Stack voll mit großen Mana-Tränken. Ja, ich brauche 22 Mana, um meinen doppelten Angriff zu machen. Ich habe nur 325. Oh. Also noch habe ich nun mal ziemlich wenig Mana. Im Gegensatz zu Leben. Da kann man nicht meckern. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nötig ist, aber man sieht ja auf dem Video jetzt, dass ich immer mal hier so runtergehe und das Audio wieder hochziehe.
Nur zur Sicherheit, dass da nicht, dann man auf einmal überhaupt nichts mehr hört auf der Aufnahme. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich da die ganze Zeit so Zuckungen nach da unten habe. Zuckungen! Ja, ist so. Stimmt. Man könnte ja schon denken, warum geht der... 10 Sekunden, da oben sieht man jetzt, die Zeit läuft ab und sobald die Zeit abgelaufen ist, verschwinden alle Monster. Man muss sich da jetzt nicht verrückt machen, dass man da keine Zeit mehr hat, um alle Monster zu töten. Ich bin der Schnellste. Nach Lukas. Florian gibt mir mal gerade Aura gleich noch. Ja, warte. Also das ist übrigens Aura. So sieht das aus und dann kriegt man diesen Effekt. Aber bitte zu mir, wenn du Aura gibst. Kämpf schon. Und bam. Der heilt alle jede Sekunde ein bisschen was an Leben. Ich habe überhaupt keine Mana mehr. Ich kann nicht mehr angreifen. Ja. Magier kann ich angreifen, wenn er keine Mana hat. Das ist doch mit der Zweitwaffe. Stimmt. Das kostet auch einen Mana. Nee. Doch. Nee, das kostet keinen Mana, glaube ich. Florian. Zweitwaffe kostet einen Mana-Punkt. Ich weiß es nicht. Guck doch nach. Stimmt. Was kann man aus der TS kriegen? Oh, ich hab den Dolch. Ich hab den Dolch. Aha. Ich auch. Welche ist rare? Niedriglevelig. Ich hab hohe Qualität Feenzauberwaffe. Krieg ich? Ja. Oh, ich bin so gut. Du gibst mir immer solche guten, so hohe Qualitäten. So krieg ich? Ich hab hohe Qualität Dolch. Warte, werf mal raus. Ja, mir bringt sie nichts. Werf mal bitte raus. Ja, warte, so. Jetzt müssen wir wieder uns umschauen hier. Oh, ja, erstmal Klangblumenquest. Klangblumenquest ist so Nebenquest, die man immer nach TS kriegen kann. Das Dumme ist, dass eigentlich diese komischen Malcolm Mix Quests hier so gut wie überhaupt gar nichts bringen. Deshalb gebe ich die immer ein auf. Hamsterdorn gebe ich auf. Wir müssen ganz viel in den Minen machen. Aber wir können ja jetzt erstmal die Vampis killen. Ja, die Minen-Skills macht man dann ja später auch noch mit. Was für Skills? Die Nebenquests, nicht die Skills, sorry. Ja, wir stehen jetzt hier zu dritt in diesem Kreis. Leider kommt immer nur ein Vampi raus. Da ist er wieder. Dann geht alle auf den drauf und dann heißt es wieder warten. Ja, wir leveln uns also mittlerweile schon mal. Ey, ist eigentlich teilen? Ey, komm schon. Diese Gift-Dunde haben eine 10%ige Chance, einen Gift-Dorn-Effekt zu machen. Ey, 5 Minuten ist instant. Ja. Mir fällt auf, wir haben immer noch keinen IC gezeigt. Ist doch auch egal. Machen wir später, wenn wir noch jeden Fall schaffen. Ja, stimmt. Ich setze jetzt erstmal meinen Volley hier raus, weil das nervt nur, wenn ich hier drin... Ah, da ist ja eins. So, sehr schön. Quest geschafft. Müder Walker jagen. Alter. Folgt mir. Oh, ich bin falsch. Folgen wir dir besser nicht. Ja. Wo gehen wir ja eigentlich gerade durch den Wald durch, ey? Zum richtigen Wir sind voll Ziel. Die Buschmänner. Wir gehen wandern! Oh Mist, Feuersedler angegriffen. Ja, ich hab den Ding gekillt. Woher kommen hier Feuersedler, ich hab gedacht Feuervampi. Die kommen erst später. Aber das ist blöd, da müssen wir 8 killen. Nee, 5. 6 und dann nochmal 8. Ups, Entschuldigung. Ja, kümmert ihr euch darum, ich kümmere ein bisschen Mandras und so. Ja, die muss erstmal hier kommen, ey. Ich hasse diese Dingens, wo man irgendwo reinlaufen muss in den Kreis und dann drauf wartet. Ah, da ist ein Walker. Oh, die Dinger sind so schnell kalt gemacht, ey. Wir müssen Füchse, ja. Ich jag mal ein paar Füchse. Okay. Für die Müsst ihr Füchse jagen? Für die Nebenquest. Ja. Ich nicht. Dann hast du da volle Quests. Ups. Ich muss jetzt Bergmann. Das ist ein kleiner Dolch für dich. Nico, da ist ein kleiner Dolch für dich. Oh ja, danke. Brauchen wir noch einen? Da ist einer. Ich hab ihn. Level 20. Den brauche ich nicht. Den kann ich irgendwann mal verkaufen. Eine Mana kostet der. Eine Mana. Der Zweitwaffenskill bei mir. Kümmert ihr euch um die Walker? Ich kümmere mich so ein bisschen um die Nebenquests von mir. Wir filmen dann gleich wieder, wir filmen dann gleich schon wieder 10 Minuten, ne? Ja, ja. Hey, Nikos, mach du mal die Quests da und Lukas und ich machen ein bisschen Nebenquest. Okay. Ja.
Ich muss XP Bergmann. Ich sag noch ein paar XP Bergmänner. Aber das machen wir dann einfach im nächsten Part weiter, weil jetzt sind 10 Minuten oder ach, wir brauchen nur noch einen Walker, den machen wir schnell noch und dann. Da ist er. Dann muss ich noch Boings, dann kommen die Boings. Dann mache ich einen Schnitt, genau, und dann kommen die Boings im nächsten Part. Job-Level wurde erhöht. So. Jetzt, nee, wir müssen nochmal Walker jagen. Aber diesmal sind es richtige Walker. Diesmal sind es Walker und nicht nur Schwache oder so. Ja. Also dann mal alle hinsetzen und nett winken. Wo seid ihr, wo seid ihr? Ja, wir sind gerade weg, naja. Ja, macht mal ohne mich. Stellt es euch einfach mental vor, wie wir gerade. Genau, stellt euch vor, wie wir euch hier so auch noch mitwinkt. So ein Geist. So, und jetzt haben wir alle... Wie ich mitwicke. So, jetzt haben wir also alle einmal gewunken. Florian hat auch gewunken, das habt ihr ja bestimmt vor euren Augen gesehen. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part.